Was war das eine tolle Nacht? Super. Also super. Das Bett ist einfach hervorragend. Ich bin so fresh wie lange schon nicht mehr. So, okay, lass uns losfahren. Wir müssen noch mal tanken, glaube ich. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher, ne? So. Wo haben wir denn hier Laubbäume? Ich will Bienen. Was haben wir denn hier? Hier waren noch so eine Laubbäume. Ich würde noch mal ganz kurz gucken. Wenn hier irgendwas summt. Also ich ahne schon, das wird kein leichtes Unterfangen. Hier sehe ich die schon mal nicht. Ich fange schon wieder an zu pissen. Was soll denn das? Ein Kackwetter hier. Ich glaube, wir müssen in ein anderes Biom. Also hier sehe ich schon mal nicht so eine Bäume. So, mal gucken, wie teuer die Saaten sind. Die Samen sind. So. Wir haben Ohrmarken. Oh Gott, das ist also bestialisch. So, wir haben hier Dinge. Korn. Wheat. 100. Ich habe nur noch 146. Mir sind die Verkehrsregeln völlig egal. Ich habe gar keine Ahnung. Mein Führerschein habe ich vor 45 Jahren, vor 45 Jahren, genau, vor 25 Jahren gemacht. Ich weiß gar nichts. Ich fahre hier einfach. Ist mein Land. Sag mal jetzt, ohne Witz, Leute. Was ist jetzt sinnvoll? Brauchen wir, wenn wir jetzt Weizen anbauen, brauchen wir da nicht auch noch Dünger und all so ein Kram? Ist es gut, wenn ich das jetzt kaufe? Ist das eher was fürs große Beet vielleicht, fürs große Feld? Sollen wir vielleicht lieber was anderes anbauen und das verkaufen? Sowas wie Tomaten oder so. Wir müssen ja mit irgendwas Geld verdienen. Gemüse. Ja, das könnten wir dann verkaufen, ne? So. Und Weizen wäre wahrscheinlich eher was für die großen Felder nachher, ne? Sonnenblumen, Korn und Weizen wäre was für die großen Felder. Da brauchen wir dann Maschinen für. Okay, das heißt, wir bauen jetzt irgendwie Gemüse an. Wir haben noch 150 Geld. Wir kaufen jetzt einfach die beiden Sachen und den Rest lasse ich hier. Ich kaufe sonst erstmal nichts weiter. Und dann suchen wir Bienen. Genau, ich habe Tomaten. Einmal Tomaten und einmal Kohl habe ich jetzt. So, hier. Tomaten, Kohl. Kasse. Vielen Dank für deinen Einkauf. Da. Bitteschön. Und, was war das denn? Wer schmeißt denn das da auf mein Auto? Hallo. Leute, wir fahren jetzt zurück. Was machen wir dann? Dann bepflanzen wir erstmal die Beete. Ach nee, wir wollten Bienen suchen. So war das. Wo können wir denn jetzt hinfahren? Wir fahren jetzt mal zur Tankstelle hoch, also in die Richtung. Fahren dann einmal hier rum. Und vielleicht hier so lang. Oder wir fahren erstmal zur Ranch, topfen das Zeug ein und dann fahren wir los und suchen Bienen. Wo könnte es Bienen geben? Da müssen wir wahrscheinlich noch gießen und ich habe keinen Brunnen. Wir müssen Brunnen bauen. Um Himmels Willen. Hallo? Was ist mit dir? Ich bin die Einzige, die hier so bescheuert fahren darf. So. Na. Alles meine Ranch hier. Komplett. Ich empfinde ja den Brunnen sehr cool, wenn der hier wäre. Also wenn der hier stehen würde, glaube ich, würde ich gut finden. Guck mal. Hier. Schau mal, hinterm Baumarkt zwecks Bienen. Da habe ich sie oft gefunden. Oh, guter Tipp. Danke dir. Das ist gut. Da gucken wir dann nochmal beim Baumarkt. Habt ihr noch im Kopf, was Zement gekostet hat? Da muss ja eh hin. Ja, wir gucken einfach. Okay, also Baumarkt war ja gerade zu. Dann fahren wir da jetzt mal hin. Guck mal nach den Bienen. Aber ich wollte hier noch was machen. Warte mal. Ich mache schon mal die Tomaten rein, hier in das eine Beet. Wenn das geht, ich gucke.
Oha. Leute, ich hab Vorfahrt. Also, hallo. Ich häng fest. Oh nein, ich häng fest. Shit. Shit. Oh nein. Jetzt. Ich kann sehr gut fahren. Ne? Bin ich noch richtig? Ja, da ist der Baumarkt. So, wir fahren jetzt erstmal hier rein, gucken nach dem Zement. Wir brauchen ja dringend den Brunnen. So, und hier hinten soll ich nach Bienen schauen. Okay, checken wir das gleich mal. So, wir kaufen jetzt 20 Kilo Zement. Wir kaufen das jetzt und sind jetzt pleite. So, dann fahren wir ein Stück vor, wenn ich alles eingeladen habe. Nehme ich das Rauchding in die Hand. Was für mich gar keinen Sinn macht, ist, dass wir die nicht aufeinander legen können, die Säcke. Dass man das hier nicht so stapeln kann. Das ist unlogisch. So, hier ist das Ding. Wir fahren jetzt ein Stück vor. Richtig so eine kleine City, ne? Mit so Geschäften und so. Krass. So, dann stelle ich mich hier irgendwie rein, nehme meine Flasche und dann geht los. So. In der Hand, um sie zu sammeln. Das heißt, ich brauche das andere Ding auch noch, ne? Brauche ich nicht diese Dinge auch noch? Oder sammle ich, also ich gehe jetzt mit diesem Ding hier los, sammle die Dinger nur ein und später kann ich die dann, oder was? So, wo haben wir denn Bienen? Was ist denn das da vorne? Oh, Leute, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wenn ich jetzt sterbe, bin ich am Arsch. Können wir speichern? Mann, speichern. Wieso kann ich nicht speichern? Gibt's noch eine andere Option zu speichern? Wenn ich sterbe, bin ich. Das ist echt nicht gut. Ich darf jetzt keinen Bären hier über den Weg laufen. Die Rahmen brauchst du nur für den Stock. Also hätte ich die da lassen können, hätte ich die zu Hause lassen können. Wir könnten versuchen, den Bären zu legen. Aber wenn ich sterbe, dann ist alles im Arsch. Okay, was genau für Bäume suchen wir? Gibt es hier überhaupt diese Bäume, die wir brauchen? Müssen wir nicht vielleicht doch zu dem See? Was läuft da hinter mir her? Scheiße. Oh, Scheiße. Was? Wie? Hä? Leck mich doch. Und ich wollte noch mal wissen, ob man mit dem Bus hier fahren kann. Hier kann ich speichern, Leute. Dann können wir doch den Bären jagen. Was ist denn das? Was genau ist das für eine Farm hier? Finde ich hier vielleicht Bienen? Das Ding war doch früher immer zu, ne? Oh, guck mal. Ich will hier rein. Kann ich da rein? Komm ich da rein? Hier. Oh, wie cool. Was ist denn hier? Da ist eine Frau. Vielleicht kann ich für die arbeiten. Und da ist der Bär.
Vielleicht kann ich ja für die. Guck mal, das sieht hier voll kacke aus. Das wäre cool. Vielleicht kann ich für sie arbeiten und kann mir so irgendwie Geld verdienen. Das wäre auch gut. Ich guck mal. Hellas. Frühstück, sauber machen, lästige Füchse. Auf Wiedersehen. Aha. Wir haben also Questgeber hier. Mein Kind, würdest du mir bitte Eier und Schweinefleisch für mein Frühstück bringen? Ablehnen? Sauber machen? Aufgrund meines Alters kann ich mich nicht mehr so gut um meine Ranch kümmern. Könntest du mein Grundstück ein wenig aufräumen? Oh, und würdest du bitte auch die alte Windmühle abreißen? Hä, klar, Mann. Hä, das mache ich sofort. Boah, wie geil. Das ist ja cool. Jetzt können wir uns damit Geld verdienen. Boah, ein Traum. So. Fertig. Guck mal, was die für einen geilen. St Das ist so ein Stall. Das ist der Stall, ne? Der beste. Der teure Stall. Oh. Hallo. Achso, ich muss die Brechstange wegmachen. So, habe ich. Abgeschlossen. 300 Tacken, Leute. Das ist super. Das ist großartig. Okay, was kann ich noch für dich tun? Lästige Füchse. Diese verdammten Füchse töten all meine Hühner. Sie müssen hier irgendwo sein. Kannst du dich um sie kümmern? Hallo. Nochmal 200. Ja gut, das war jetzt nicht so viel. Kann ich hier rein? Gut, und dann wir könnten hier noch irgendwie Schweinefleisch und Hühnereier bringen. Aber das will ich nicht. Oder kann ich nicht. Wir können es einfach nicht. So, wo ist mein Auto? Ja, ach so. Huch. Ja, das tut mir jetzt aber sehr leid, was ich hier veranstaltet habe. Ich speichere mal kurz. So. Das war mit voller Absicht. Was ist hier denn? Was ist das denn da vorne? Es gibt so viel zu entdecken, das ist ja unfassbar. Also, ja, kann sein, dass ich gleich wieder keine Bienen mitnehmen könnte, weil ich schon ja voll bin. Aber vielleicht. Warte mal. Vielleicht. Reicht es ja, wenn wir erstmal wissen, wo wir welche finden. Gucken wir erstmal, was da. Vielleicht, ich glaube, wir können jetzt überall irgendwelche Quests machen. Guck mal, da vorne ist so ein Ausguck. Warum steht das hier einfach so? Okay, wir fahren da mal hoch zu den Trailern. Da vorne scheint irgendwelche Trailer zu sein. Eine Angel. Ich hätte die gerne. Hier kann ich speichern. Also hier könnte man wahrscheinlich angeln, oder? Also das ist so eine Angelstelle. Aber das Ding ist, ich habe keine Ahnung, wo wir die Bienen suchen sollen. Keine Ahnung, wo wir Bienen finden. Okay, wir gucken nochmal genau. Nicht so schnell, genau. Ey, wenn ich jetzt Wasser fahre, haben wir echt ein Problem. So, Leute, ist schon wieder 18:30 Uhr. Wir sind jetzt genau hier. Ich habe immer noch keine Bienen gefunden. Könnt ihr mir vorstellen, dass wir vielleicht beim Jägersmann welche finden? Oder hier. So, wir fahren noch schnell mal zum Supermarkt, glaube ich. Damit wir nicht das ganze Auto voll haben, ne? Verkaufen. Ich möchte 6-mal Wildfleisch verkaufen. Für 90 Dollar. Ist hier vielleicht irgendwo ein Bienenstock oder so? Ich gucke nochmal schnell hier oben. Das ist echt schwierig. Guck mal, da ist so ein schöner großer Baum. Ich hole Zeug. So, ab zu den Bienen. Lass mich durch, Tüt. Ich habe hier einen Notfall.
Oh Gott. Wo war der da? Da ist der Baum. Hier ist der Baum. Ich parke hier. Stopp. Dann. Bienen, meine Damen und Herren. Und das Gewehr. Es gibt ein Gewehr. Ja? Gab es ein Gewehr? Anmachen. Ach da. Gib das. Scheiße. Warte mal, ich lasse das mal hier liegen. Okay, ich muss die Bienen einmal platzieren. Ich sehe überhaupt nichts hier. Haben wir Licht? Okay, warte. Jetzt müssen wir uns, glaube ich, beeilen, ne? Ich habe sie. Aber, ja, wir müssen jetzt einen Bienenstock machen. Wir haben schon wieder so ein Kackwetter. Ich sehe gar nichts. Ich sehe überhaupt nichts. Hilfe. Aus dem Weg! Nachtblind. Ich bin nachtblind. Diese komische Funzel bringt gar nichts. Ich hoffe, ich finde den Eingang von der Ranch. Ne? Mal gucken. Oh mein Gott. Liegt. Schließen. Adios. So, ich mach das Ding hier schnell aus. Wäre das hier? Nein, ausschalten. So. Okay. Wir gehen jetzt schlafen. Good morning, Lake-topia Ranch. So, wie geht's denn mein Hühnchen hier so? Haben wir da vielleicht ein paar Eier oder sowas? Ist der schon. Ich dachte, der wäre tot. Oh Gott. Ich habe ernsthaft gerade gedacht, der ist tot. So, hier ist gar nichts. Nicht mal Kacke liegt hier rum. Hier liegt einfach gar nichts rum. Okay, Leute, wir machen jetzt Folgendes. Wir müssen... Ich muss ja gießen, ne? Wir bauen jetzt den Brunnen, damit wir gießen können, glaube ich. Das ist eine gute Idee. Ah, ich find halt so super, dass wir jetzt mit Quests arbeiten können. Richtig geil. So ein bisschen Kohle kriegen. So, 6 Planken hier. Und... noch ein paar Planken hier. 12 und 6. 18 Planken brauchen wir noch. 3 pro Dings, ne? Und dann ist der Brunnen auch fertig. Juhu! Sehr gut. Geht hier nicht die Puste aus? Ja, ich bin völlig fertig. Das sieht man, ne? Bin völlig im Eimer jetzt schon von dem ganzen Hin- und Hergerenne. So, dann nehmen wir... wir brauchen noch mehr Bienen, Leute. Wir brauchen viel mehr Bienen. Cool. So. Ich befürchte, wir brauchen Dünger. Ich befürchte, dass das ohne Dünger nicht wächst. Ah, nee, warte mal. Das dritte Ding ist Wachstum, ne? Oh, doch, das wächst. Es funktioniert. 16,66 von 100. Oh mein Gott, jetzt regnet es. Na toll. Sie machen Liebe. Oh nein. Und haben ein Ei gelegt. Oh, oh, jetzt gibt es ein befruchtetes Ei. Das bedeutet, ich krieg gleich auf die Fresse. Also, wir hätten schon mal 5 Eier. Da müssen wir mal ein bisschen besser aufpassen, was die machen, wenn es ein befruchtetes Ei ist. Wäre schon cool, wenn wir ein befruchtetes Ei bekommen würden, damit wir einfach mehr Hühner haben. So, Leute, wir müssen auf jeden Fall bald wieder Futter holen. Nee, geht noch, haben noch 3 Stück. Was machen wir als nächstes?
Wollen wir vielleicht erstmal ein Gewächshaus bauen? Die Frage ist, was brauchen wir für ein Gewächshaus? Wenn wir so Glas und sowas benötigen, ist das ja auch nochmal eine heftige Nummer. Wir haben diese Dinger, die nehmen wir auch nochmal mit. Und den nehmen wir auch mit. Und dann fahren wir los. Ich hoffe, ich überfahre meinen Huhn nicht. So, wir fahren jetzt als erstes zum Laden, okay? Wir fahren erstmal zum Laden. Dann fahren wir danach zum Bau. Oh Gott. War schon wieder. Ich würde mir gerne noch so einen neuen Eimer gönnen. Guck mal hier, so einen großen Stahleimer. Den kaufen wir uns jetzt, okay? So, und dann vielleicht müssen wir noch Zeug kaufen, das hier. Dünger und Pflanzenschutzmittel. Aber ich finde es extrem teuer. Vielleicht lassen wir das erstmal. Milch-Dings. Ich kaufe noch eins, zwei Säcke Nahrung. Ich hätte die Eier mitnehmen können, aber es sind nur fünf. Ist egal. Hühner hoffe ich ja, dass wir selber welche kreieren können. Und die kommen alle später. So. Kreieren können vor allem, dass wir welche kreieren können. So, ich kaufe jetzt hier noch Weizen und das. So, let's go. Dein Fahrstil lässt zu wünschen übrig. Ich finde, ich fahre super. Ich bin echt eine Granate im Autofahren. So. Kleiner Anhänger. Autoanhänger. Oh, ah, Steuer, die Dinger. So, was kostet denn Glas? 20 Glas kosten 100 Dollar. So, wir werden jetzt einmal durchkalkulieren gemeinsam, wie viel Glas wir benötigen für ein Gewächshaus. Und die Frage ist, wie groß soll das Gewächshaus werden, meine lieben Freunde? Und wir brauchen für ein Gewächshaus. Ich habe jetzt, glaube ich, 8 Fundamente gelegt, ne? So, wie viel brauchen wir jetzt? Wie viele Wände? Wir brauchen das Ding, da brauchen wir zwei Glas. Wir brauchen pro Bauteil zweimal Glas und für die Tür einmal Glas. Für die Dreieckswände ein Glas, für das ein Glas, für das ein Glas. Für das Ding sogar drei, für das Dach. Bis hier drei Glas und dann die Beete. Ich kaufe einfach zweimal Glas, okay? Ist das oder? Nee, ist zu viel, glaube ich. Wir kaufen jetzt einmal Glas für 100 Dollar. Da haben wir 20 Dinger drin. Das reicht nicht. Wir kaufen zweimal. So, mal gucken, ob es auf mein Auto passt. Okay, nice. Naja, es sind nur so kleine Pakete. Okay. So, perfekt. Ab nach Hause. Oh mein Gott, die Ernte. Die Ernte. 100% ernten. Ich hoffe, das gammelt nicht. Und ich habe gehofft, dass wir irgendwie noch Saat rauskriegen. Aber dem ist wohl nicht so. So ein bisschen Nahrung für meine Scheißerchen. Bitte sehr. Hier ist ein Ei. Na? Scheinen alles keine befruchteten Eier zu sein. So, wie geht's denn? Wie sieht's denn hier bei den Bienchen aus? 100% aufheben. Muss ich jetzt jedes Mal mit dieser komischen Flasche irgendwie arbeiten, damit ich das aufheben kann? Und hält die ewig. Let's go. Woran sehen wir jetzt, ob der fertig ist? Und ich brauche ja dieses Ding, ne? Diesen Honigbehälter. Den hier. Ach, so geht das. Haha, okay. Ja, sehr cool.
Kommst du wieder rein? Zu? Ausschalten. Pickup. Da stand bis 7,5. Ja. Aber das Ding war jetzt leer. Da waren jetzt wieder nur 2% Honig drin, ne? Deswegen lassen wir den jetzt hier weitermachen. Guck, das steigt jetzt wieder an und dann können wir den wieder reinschmeißen. Und wenn wir mehrere von den Dingern haben, dann kommt da natürlich wesentlich mehr raus. Und wenn das dann voll ist, dann können wir das bestimmt verkaufen. Nun bau dir mal einen Zaun. Ach Mann, jetzt kommst du mir mit dem Zaun. Hier? Dann bauen wir aber erstmal die alten Dinger hier ab. Die hässlichen Dinger da. Diese Dinger. Die wir nicht brauchen. Diese hier. Müll entfernen, Müll entfernen. So. Also, ich mache jetzt erstmal so einen Zaun. Den Zaun packen wir hier so hin. Guck mal, toll. Nicht den Zaun, sondern den, das Tor. So, dann. Klassischer Zaun. Schief und krumm. Muss ja nicht gerade sein, genau. Es hat auch ein bisschen mehr Charme, ne? Wenn das so ein bisschen anders ist vielleicht. Das Tor habe ich vorne schon. Das Tor ist das da. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Das sieht alles aus wie, na hören Sie mal, aber es ist erstmal okay so. Okay, gut. Das heißt, wir machen hier ein Tor hin. So, mal gucken, ob das Tor funktioniert. Ja, nice. So haben wir das dann. So würde das dann aussehen. Dann können wir hier reingehen zu unseren Hühnerchen. Und die beliefern uns dann mit Eiern. Und nur in diesem Areal haben wir dann auch Eier. Und nicht auf dem ganzen Feld hier. Dann werden wir beim nächsten Mal hier weiterbauen. Machen wir das Ding hier dicht. Und dann schauen wir mal. Hier wächst unsere Ernte. Und dann werden wir uns nächstes Mal um das Gewächshaus kümmern. Das da hinten reiße ich ab und wir machen das hier neben dann. Wir stellen das einfach hier neben. Ich glaube, das ist wirklich eine gute Idee. Der Hahn taugt nichts. Ja. Der ist zwar schön, sieht zwar schön aus so, aber ist voll der Lappen. Also ich muss sagen, Stand jetzt, das Spiel jetzt raus aus dem Early Access macht einen richtig wertigen Eindruck. Und alles, was ich heute gemacht habe mit euch gemeinsam, hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, das Zeug vergammelt hier nicht. Das war richtig, richtig cool. Und ich freue mich schon, was hier alles passieren wird. Ihr Lieben, es war mir eine Freude, mit euch gemeinsam das Spiel heute zu erkunden. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.